Aber das ist jetzt das Komische, weil sie haben ja eigentlich gesagt. Die haben doch gesagt, es gibt immer eine 50-50-Balance. Auf PvP-Servern. Richtig, das war ja zum Start von SOD. Was sowieso nicht geklappt hat. Aber jetzt haben wir nur noch einen Server. Und auf dem Server könnt ihr beides haben. Ali und Horde auf einem Account. Also können sie eigentlich dieses Balance gar nicht mehr beibehalten. Richtig? Das würde ja gar nicht mehr funktionieren. Ich muss aber auch sagen, diese Balance war sowieso. Es hat nie funktioniert. Die Idee war cool. Aber es hat nie funktioniert. Never. Weil was die Leute gemacht haben, wir haben ja dieses schöne System von Layern. Richtig? Und was die Leute gemacht haben, du hattest einen Server. Da sagen wir mal hypothetisch: 1000 Ali, 1000 Horde waren auf dem Server drauf. Dann hattest du aber drei Layer. Sagen wir vier Layer. Auf einem Layer waren 250 Hordler und 50 Alis. Auf dem nächsten Layer waren 50 Hordler, 250 Alis und so weiter. Und ihr seht Open World, wofür es ja gemacht wurde. Open World hattest du nie irgendeine Balance. Sagen wir, zwei Layer gab es. Right? Macht es ein bisschen einfacher. Du hast nie eine Balance gehabt. Und das hast du auch gemerkt. Du hast auf Reddit Posts gesehen. Da haben Leute geschrieben: Jo, der Server ist so überlaufen von Allianz, ich komme nicht in Blackrock rein. Und kurz darunter war ein weiterer Post, da stand: Der Server ist super, super Horde überlaufen, ich komme nicht in Blackrock. Weil das Ding ist, es gibt verschiedene Layer und die werden sich dann zu Hause gesucht. Es gab dann teilweise Posts bei den Events in Ashenvale, wenn ihr euch erinnert, in Curses. Please invite to Horde Layer. Ja, das heißt, wenn du die Layer nicht balanced, dann wird die Server Balance auch nichts bringen. Ist das nicht egal, wenn jeder der zusammenkommende Server 50-50 hat? Nee, ist es nicht. Weil du kannst ab jetzt ja erstellen, was du willst. Right? Und ich habe zum Beispiel Allianz gehabt auf Lone Wolf und ich hatte Horde hier. Richtig? Aber was ist, wenn es hier mehr Allianz gab und ich jetzt mir aussuche, Allianz zu spielen? Und was ist, wenn es nur noch einen Server gibt? Das Ding ist Server Balance meinetwegen. Aber was ist, wenn es nur noch einen Server gibt und du willst ein Ally spielen mit deinen Kollegen oder allgemein Ally spielen? Kannst du nicht. Weil das ist geblockt. Dann kannst du gar nicht mehr WoW spielen, weil du ja nur Ally spielen willst. Nee, du hast nicht die Wahl. Du musst auf den PvP gehen, wenn du PvP warst. Nee, die Wahl hast du nicht. Aber deswegen, wie gesagt, ich finde, die Idee war cool. Die 50-50-Balance-Idee war cool, aber sie waren ein Reinfall am Ende.